Heute geht es um dieses kleine Licht von Aperture, das Aperture Amaran M9. Also das Ganze kommt verpackt in dieser Neoprentasche hier mit extra Karabinerhaken. Und was haben wir alles da drin? Das Licht an sich, zwei Folien, um das Ganze ein bisschen diffuser zu machen, das Licht. Dann haben wir hier drin noch das Kabel und die Halterung. Soweit auch das zum Inhalt. Geladen wird das Ganze hier mit dem internen Akku über ein USB-Kabel. Wenn ihr eine Steckdose wollt, braucht ihr entsprechend hier Steckdosenadapter für USB und könnt das Ganze dann einfach hier mit der Buchse laden. Was man noch machen kann, ist diese Diffusorfolien hier kann man austauschen, indem diese Plastikscheibe hier einfach abgenommen wird. Die haftet daran magnetisch. Insgesamt sind dann drei solche Folien dabei, klar, orange und blau. Wenn man eine drauf machen möchte, dann nimmt man einfach hier die vordere Scheibe ab, sieht dann direkt die LEDs hier. Und dann würde man jetzt ohne Schutz reingucken direkt und dann kann man sich aussuchen, welche Folie man da drauf haben will, legt die da drüber und lässt das hier magnetisch wieder zusammenschnappen. Ist eine ganz angenehme Sache, man kann es natürlich auch ganz weglassen, aber so ein bisschen weicher zu machen mit so einem Papier hier, das kann nie schaden. Diese habe ich übrigens schon mal in die Größe geschnitten, das war ursprünglich auch so groß wie die beiden anderen hier. Dann haben wir hier noch diese Halterung. Die können wir hier unten dran schrauben. Ist auch ganz praktisch, einmal wenn wir das Ganze hier an den Blitzschuh montieren wollen, auf eine Kamera oben drauf, oder halt eben über das Gewinde auf jedes andere, zum Beispiel Stativ wie dieses hier. Dann kann man das da einfach so drauf schrauben. Das würde also auch funktionieren. Dann kann man natürlich auch mit so einem Manfrotto-Stativ das Ganze auch als Handgriff nehmen und einem Assistenten geben oder was auch immer. Und generell ist es halt sehr klein und sehr, ja, sehr praktisch. Also man kann es überall hinlegen, wo man es selber nicht sieht, wo auch größere Lampen nicht hinkommen. Es ist natürlich nicht dafür gedacht, um mit Personen beim Interview auszuleuchten, aber für kleine spezielle Effekte oder so kann ich es nur empfehlen. Er ist nicht ganz billig mit um 50 Euro, aber es ist schon ein paar Mal runtergefallen. Der Akku hält lange, macht keine Probleme. Also ich kann das Teil nur empfehlen.